Holzzahnbürste, plastikfreie Zahnbürste, vegane Zahnbürste, Nanozahnbürste, rotierende, oszillierende Zahnbürste, Schallzahnbürste. Was ist denn hier jetzt noch das Richtige für meine, für deine Zähne? In diesem schnell wachsenden Markt, da verliert man schnell den Überblick, oder? Mein Name ist Andrea Jakob und ich gebe dir heute wertvolle Tipps, was die Profis dazu sagen. Schau, es kommt ja darauf an, auf welche Faktoren solltest du achten, wenn du wieder deine nächste Zahnbürste kaufen möchtest, weil du dich fragst, was ist denn jetzt die beste Zahnbürste? Und zwar für meine Zähne, aber auch für mein Zahnfleisch. Ich möchte dir hier so einen kleinen Überblick geben und am Ende dieses Videos verrate ich dir auch, was momentan meine Lieblingszahnbürste ist, was ich an meine Zähne lasse. Schau, die Frage ist ja erstmal so ganz grundsätzlich, sollte ich lieber eine Handzahnbürste kaufen oder eine elektrische Zahnbürste? Und klar, in der Theorie schaffst du es auch, mit einer Handzahnbürste genauso gut zu putzen wie mit einer elektrischen Zahnbürste. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat denn morgens immer Lust dazu, Zeit dafür? Der Hund muss morgens raus, abends quengeln die Kinder oder du bist todmüde und hast einfach keinen Bock. Ja, das ist doch menschlich, oder? So, und dann ist doch einfach die Frage, warum sollte ich mir nicht etwas besorgen, was mich unterstützt? Und da ist es ganz klar so, warum sollte ich mir denn nicht etwas holen, was ja eine weiche Bürste hat, hochqualitativ ein dichtes Borstenfeld, weil das ist extrem wichtig für das gute Putzergebnis. Ja, richtig gehört, nicht die harten, nicht die mittelweichen, sondern es geht wirklich um die soften, weichen Borsten. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass du dir etwas kaufst, was ein bisschen teurer ist. Warum? Weil es einfach so ist, bei den günstigen Zahnbürsten, da werden diese Borsten oben nicht abgerundet. Die sind meistens relativ aggressiv. Und wir wollen ja, du willst ja, ich will ja, nicht auch noch beim Zähneputzen mein Zahnfleisch malträtieren, oder? Das heißt, das ist mir extrem wichtig, dass wir eine Zahnbürste haben, die Borsten hat, die mein Zahnfleisch einfach in Ruhe lassen. Also nochmal ein dicht gepacktes Borstenfeld, weich, soft und letztendlich immer austauschbar. Und da ist dann einfach die Frage, was haben wir am Ende des Tages denn da für Möglichkeiten? Die Handzahnbürste haben die meisten von uns wahrscheinlich irgendwie so als Kind gelernt, oder? So, jetzt ist die Frage, hast du schon mal, Hand aufs Herz, bei einer Zahnbürste nach der Gebrauchsanweisung geguckt? Also ich ehrlich gesagt auch noch nie. Aber die meisten von uns verwenden manchmal die Zahnbürsten einfach falsch. Und das ist einfach nochmal so auch der wichtigste Punkt dabei, wie wende ich die Zahnbürste richtig an? Und die Handzahnbürste, das haben die meisten von euch doch schon mal gehört, die streicht man irgendwie so von rot nach weiß aus. Richtig? An dieser Stelle schreibt mir gerne mal unter dieses Video, was du aktuell für eine Zahnbürste verwendest. So, und dann ist es einfach so, es gibt Zahnbürsten, und wir nähern uns jetzt dieser Herausforderung, elektrische Zahnbürsten, die haben letztendlich die Schwierigkeit, dass du sie richtig anwenden musst. Weil ich stelle immer wieder fest, dass Menschen sich Hightech-Geräte kaufen, aber sie falsch anwenden oder aber am Ende des Tages vielleicht sogar mehr Schaden damit anrichten. Weil wenn deine Zahnbürste einfach zu aggressiv in dem Übergang von Zahnfleisch zu Zahn putzt, dann kannst du dir, ja, du kannst dir dein Zahnfleisch kaputt putzen. Und dann haben wir diese sogenannten Putzdefekte, weil Zahnfleisch einfach ein sensibles Gewebe ist, was vielleicht bei Trauma auch einfach zurückgeht. Das zieht sich zurück. Und dann haben wir irgendwann ein größeres Problem, wenn einfach die Zähne richtig frei liegen, die Wurzeloberfläche frei liegt, du das Ganze vielleicht auch schon so richtig wegschrubbst. Und das ist auch so ein wichtiger Hinweis, dass du zum Beispiel bei Bürstenkopfen, die länglich sind, eher die Tendenz hast, dass du schrubbst. Das heißt, Bürstenköpfe, die kleiner sind, damit kommst du auch wesentlich besser in die Bereiche, wo es schwierig drankommt. Denk zum Beispiel an deinen allerletzten Zahn, die hinterste Fläche. Da musst du ja auch irgendwie drankommen. Weil das sind zum Beispiel Kariesstellen, die sind auch nicht für uns Zahnärzte immer so einfach wieder zu versorgen. Das heißt, die elektrische Zahnbürste ist eine, die du mit den runden Köpfen, ich habe hier mal eine mitgebracht, die hat einen runden Kopf und da musst du, und das wissen viele nicht,
jeden Zahn einzeln putzen. Und zwar auch quasi eigentlich richtig diese Rundung des Zahnes mitnehmen, dass du richtig in diese Zwischenräume einfach so weit reinkommst, wie es mit so einer Zahnbürste einfach geht. Am Ende des Tages bin ich ein absoluter Freund von Schallzahnbürsten. Schallzahnbürsten verwendest du so ein bisschen ähnlich, wie du früher deine Handzahnbürste benutzt hast. Das heißt, du hältst die Schallzahnbürste einfach so ein bisschen in den Übergang von Rot-Weiß. Und dann ist der springende Punkt, was extrem wichtig auch für mich ist, die putzt für dich doch alleine. Das heißt, bitte keine Putzbewegung, nur sanft halten, halte deine Schallzahnbürste einfach locker in der Hand, verkrampf dich nicht und fang damit sonst so an zu schrubben, sondern nimm es smart in die Hand und führe einfach von Zahn zu Zahn einfach die Putzbewegung durch. Das heißt, mein absoluter Top-Tipp ist an dieser Stelle, kauf dir als nächstes eine Schallzahnbürste, weil hier schwingen einfach die Borsten extrem frei und rotieren nicht um diese gefährliche Rot-Weiß-Grenze. Damit habe ich die besten Putzerfolge. Nimm dir Zeit, sanft putzen, ohne Druck putzen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du die Zwischenräume zwischen deinen Zähnen am besten pflegst, dann klicke jetzt auf dieses Video, damit ich dir zeigen kann, wie das mit der Zahnseide funktioniert, weil auch die Schallzahnbürste in die Zwischenräume nicht richtig reinkommt, damit Karies am Ende keine Chance mehr hat. Bis zum nächsten Video. Ciao.